quasi. Das warte. Und da, wo die Leiter. Der Block und das Schild, genau. Alter, das ist doch schon wieder so ein Sprung wie gerade, den ich die ganze Zeit nicht geschafft habe. Bist du gegen die Wand gesprungen oder hast du dich auch im Sprung wieder umgedreht? Ja, im Sprung umgedreht. Boah, Alter. Oh, nein, ich komm rauf! Ach komm, was ist denn da? Boah, der geht mir so auf die Eier mit seinen schwulen Leitern. Da bin ich schon zweimal runtergefallen, HD meckern nicht. Ja. Ja, bist ja auch du. Ja, ich weiß. Ja. Damit sagen wir jetzt, ich bin dann schon zweimal gekommen, wenn du nicht. Hast du damit vollkommen recht? Ja, also, aber die Scheiße hat sogar einen Sprung danach auch noch geschafft. Dass ich von der Leiter wieder abgerutscht bin, ey. Das ist doch scheiße. Das Block. Fuck, nicht dran gedacht. Den Sprung schaffe ich jetzt sowieso wieder nicht. Doch, mal geil. Den Sprung schaffe ich jetzt sowieso wieder nicht. Mal geil. Den Sprung schaffe ich jetzt sowieso wieder nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Schaffe ich. Sehr gut. Den schaffe ich jetzt auch nicht, weil ich bin eigentlich total schlecht. Und den schaffe ich jetzt auch nicht, weil ich bin so ein absoluter Kacknoob. Hast du recht. Schade, ich dachte, die Nicht-Motivations-Praktik funktioniert. Man könnte es auch Demotivation nennen. Ja, meinte ich. Boah, gib mir der Sprung auf die Eier. Komm, Roman. Jawohl. Roman ist jetzt gerade wieder interessanter. Gehe ich mal von aus, ja. Scheiße. Ist er gerade bei dem Leitersprung? Nee, noch nicht. Ach, nee. Fuck. Herr, bitte. Lass ihn versagen. Verdammt. Es gibt keinen Gott. Herr, bitte. Das sieht gut aus. Jawohl, geschafft. Klar, bis alle HD-Formel durch ist, ja? Ja, auf jeden Fall. Er hätte ja sein können. Oh Mann. Man muss nur richtig scheiße sein, wenn man scheiße ist, so. Ja. Du hast die letzte Challenge auch als letztes abgeschlossen, Dennis. Also ja. Oh Gott, die nächste Challenge, da werde ich wieder scheiße sein. Was ist denn die nächste Challenge? Hat man gerade geguckt. Ecksprünge ohne Leitern. Oh ja, hammer geil. Da war schon der erste. Mal gucken, ob der Teil. Alter. Ja, sicher! Auf zwei Etagen! Ich bin jetzt aber mal hier drauf und wenn Hardy schafft, mich hier runterzuschlagen, ist alles cool. Aber ich könnte eigentlich ein bisschen den Hardy machen, wa? Klar, du könntest mir da ein paar Glückspillen zuwerfen. Ich möchte dir mal gerade zuwerfen. Was denn? Du könntest mal. Nee, das ist aber uncool. Ich komm mal nicht dran, Peter. Du könntest uns ein bisschen Musik machen, Dennis. Oh, es fängt an zu regnen. Ups. Toll. Toll. Alter. Dennis, der Vernichter. Peter, Dennis? Ist jetzt Schroller. Was denn? Brauch mal bitte eine Jukebox dahin. Nee, lieber nicht. Ich hab halt nämlich echt coole Musik im Hintergrund drauflaufen. Ich wollte echt mal überlegen, ob ich jetzt mal kurz kacken gehe. Oder einkaufen. Oder einkaufen? What the fuck? Ja, beides dürfte ich ja Zeit genug für haben, wa? Ja, aber mach bitte beide nicht gleichzeitig. Ja, denn du kannst ja mit dem Skateboard dahin fahren. Ja, genau. Und dann durch den Supermarkt durch und dann... Oh ja. Na, du musst mich beleidigen, Hadi. Ich kann kein Skateboard fahren, wie sonst zu dir. Ich kann auch kein Skateboard fahren. Klar, ich habe ein Beweisfoto. Ich hab noch nicht mal jemals auf einem gestanden. Du musst doch nicht drauf stehen, Hardy, das ist ein Gegenstand, ja? Da hat man keine sexuellen Interessen für haben. No, damn. Objektliebe ist eine wirkliche Problematik in unserer Gesellschaft. Ein wirkliches Problematik? Ich finde es viel ja, problematischer, dass Hardy so scheiße ist. Boah, Peter, halt da mal den Bubble hier, du. Aber Bram hat recht. Ist diese komische, wenn man auf Plüschtiere steht und so, zählt das auch zur Objektliebe? Ah, du fragst natürlich mal wieder genau den richtigen. Ja, das hab ich mir gedacht. Ja, Objektliebe umfasst doch alles. Gibt doch auch ein
Typ, der mal seinen Traktor geheiratet hat oder so eine Scheiße. Ja, das geht aber nur in Amiland. Ich glaube, in Deutschland geht sowas nicht. Boah, dieser Sprung, wa? Geht mir so auf den Sack. Boah, ihr komischen Kuttenträger, verpisst euch. In 1.3 sollst du mit denen ja handeln können. Alter, du musst dir mal die Nasen von denen angucken. Irgendwie erinnern die mich an jemanden. An so einen Harvey? Nee. An Ted. Ja, das vielleicht auch. Das Problem ist, ja, ich habe ein Texture-Pack drauf. Ach so, die haben lange Nasen und ab dem nächsten Update kann man mit denen handeln. Das ist sehr interessant. Ach, und da wird dann wieder Klischees rausgeholt. Ach komm, ich finde, der musste sein. Wahrscheinlich lohnt sich das voll nicht mit denen zu handeln. Die ziehen einen wahrscheinlich das Geld aus der Tasche. Das hast du jetzt gesagt. Scheiße, ich schaff diesen Sprung nicht. Oh Mann. Guck mal, München wird schon ganz trocken. In München ist es trocken? Mhm. Wie heißt denn das jetzt nochmal, wenn man auf Stofftiere steht, Dennis? Informier dich doch mal kurz. Nee, das hat doch so einen bestimmten Namen. Objektophobie. Nee, ich meine speziell Stofftiere. Ja, googelt das doch, du Mongo. Ja, ich bin doch hier in der Aufnahme. Ich kann jetzt nicht mal eben raustappen und googeln. Ja, dann muss Dennis das übernehmen. Ja, oh, Alter, das darf nicht sein, ey. Vor allem, bei was für einem Behindertensprung bist du denn jetzt gerade verkackt, ey? Ja, bei dem Ecksprung, den habe ich jetzt auch schon. Den schaffe ich einfach nicht Text mehr. Text mit Blüstern, alles klar. Lass mal lesen. Gibt's da eine Wikipedia-Seite zu? Nee. Na, schade. Aber ich bin da gerade im Forum. Da gibt's so einen Threads zu. Deswegen wird ja einer geflammt, weil der da reinschreibt. Ich erinnere mich dann noch an dieses Pickdump-Bild. Diesen Teddybären. Teddybär? Ey, das meine ich nicht. Ganz ehrlich, das interessiert mich echt so mega wenig, dass ich nicht mal Lust habe zu googeln. Na, okay. Erinnerst du dich? Achso. Als ich The Dark Knight Rises im Kino gesehen habe, war davor so ein Trailer zu Ted. Der Film sah ganz schön witzig aus, muss ich sagen. Ja, der sah echt ziemlich witzig aus. Da kriegst du Donnerstagabend rein. Du kannst es gar nicht, oder irgendwie so. Du bist ja Donnerstagabend rein? Ja. Alleine? Jo. Ja. Im Kino ist genauso wie Abendessen gehen eine Aktivität, die man nicht alleine macht. Ja, aber ich habe Bock, den Film zu sehen und ich war auch schon mal allein im Kino. Alter, der komische Typ glitscht hier in diesen Steinen rum. Ja, das ist auch Glitcherus Notchus. Guck mal, da ist doch ganz viel Gold fallen, wenn du ihn umbenägt hast. Hadi, du fuckst mich langsam ein bisschen ab. Das tut mir furchtbar leid, aber ich bin einfach. Ich weiß richtig nicht, scheiße. Ich bin auf dem Flow einfach mittlerweile irgendwie wieder raus. Und ganz ehrlich, ich glaube, selbst unsere Mütter sind besser als du, Hadi. Mit Sicherheit. Ja. Mit sich, Alter, mit wieso schaffe ich den Sprung denn nicht? Oh, Peter, du kannst uns doch mal ein Liedchen singen oder sowas. Was soll ich denn für ein Liedchen singen? Denn nicht mir, den Zuschauern. Während ich hier so am Abnuben bin, kannst du ja mal versuchen, die zu unterhalten. Ich schreibe jetzt in die Titel. Was schreibst du? Oder lies uns eine erotische Geschichte vor, Dennis. Nee, das Urheberrecht drauf, das kann ich leider nicht machen. Ach ja, stimmt. Denk dir kurz eine aus. Okay, eine Sekunde. Warum lachst du? Und du, weil du gelacht hast. Ich dachte, wir lachen ein bisschen zusammen. So, okay. Dennis, lies uns doch ein bisschen was aus deinem Tagebuch vor. Aus meinem Tagebuch? Ich habe leider keins. Das ist alles bei mir oben im Kopf. Ja gut, dann lies uns doch mal was aus deinem Kopf vor. Geht nicht. Ich habe voll die Sauklaue. Eigentlich müsste ich das mal verbildlichen, wie es in deinem Kopf aussehen könnte. Lieber nicht. Oh. Alter Peter! Irgendwie funktioniert das nicht mehr so richtig mit den Ocelots. Die explodieren irgendwann. Du bist einfach zu dämlich dafür. Ach, fuck you. Hör mal, da schreibt mal gerade einer: Wir haben Pete seine Leiche in Tscherno auf dem Turm gefunden. Willst du deine Sachen wieder haben? Die labert voll die Scheiße.
Oh ja, tut mir leid, liebe Zuschauer, aber die DayZ-Folgen sind absichtlich etwas früher aufgenommen, damit ihr uns nicht zwangsläufig direkt voll könnt. Weil dann würden wir nämlich kein Land mehr sehen. Peter, kannst du die jetzt mal alle töten hier? Ich bin gerade dabei. Die blockieren nämlich so ein bisschen die Leiter hier. Boah, du bist so grausam, wa? Erst bringst du sie auf diese Welt und dann verbrennst du sie einfach. Das macht Gott das nicht auch? Und wenn Gott das macht, muss das doch legitim sein, oder? Ja, echt wahr. Das ist die Frage, ob du daran glaubst, dass es einen Gott gibt. Warum ist das die Frage? Ja, weil du gesagt hast, weil Gott das auch macht. Dann habe ich dich gefragt, aber nur wenn man wirklich davon ausgeht, dass es auch einen Gott gibt. Geht ja um die Meinung der Gesellschaft. Die Frage stellt sich nicht. Ich glaube ja die meisten da dran. Oh fuck, ja. Jetzt habe ich hier was kaputt gemacht. Lol, das ist doch ein Scherz. Im Namen eines coolen, imaginären Freundes sind schon viele Kriege geführt worden. Oh ja. Und schon viele Frauen vergewaltigt. Tja. Und komischerweise hat sich die Kirche trotzdem durchgesetzt. Das heißt, irgendwie scheint Völkermord ziemlich beliebt zu sein in der Menschheitsgeschichte. Ja, das auf jeden Fall. Ja, besonders in Afrika. Ich überlege gerade, ob ich nicht noch ein bisschen mehr Lava plätten soll, um das für Hardy ein bisschen spannender zu machen. Muss ich mich ja jedes Mal wieder zu dir portieren. Boah. Ja, mach Peter schon für dich. Portitatieren. Du bist eigentlich scheiße gerade. Ja, ist er. Ja, ich bin einfach jetzt richtig scheiße. Alter, ich hab dich mal den zweiten Sprung. Nee, das ist irgendwie... Ich glaube, der Hunger meldet sich auch. Der Hunger? Ich komm nicht mehr auf diesen Stein da drauf! Oder das ist einfach mal wieder nicht meine Challenge. Die letzte habe ich auch als erstes geschafft. Der Hunger? Der Hunger, ja. Der Joghurt mit der Ecke. Die Ecke mit was drin. Yam, 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 yam. Alter, was da? Seht ihr eigentlich auch die Lava, die hier so runterläuft? Ja, aber ich habe mir langweilig, deswegen habe ich die bis jetzt ignoriert. Ja, die hat Hardy noch nicht getroffen, leider. Das ist Spaß, die, ey. Herkuleslieder in Deutsch. Alles klar. Findest du das geil, Peter? In Sekunden auf 100. Alter! Oh. Du bist ja wirklich ein super intelligenter Spacken. Jetzt brenne ich natürlich. Der Typ war cool. Mann, oh Mann, Herkules geht ran. Scheiße, ich brauche die Lyrics dafür. Eine Sekunde. Dann kann ich mitsingen. Bitte tu. Dankeschön, Peter. Kein Problem. Oh Scheiße, ich wollte dich nur löschen. Alter! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du bist in die Lava da reingelaufen, du Bob. Nee, der Wasser hat mich da reingedrückt, so. Du Spast. Das muss ich nicht. Soll ich dich nochmal löschen? Nee. Oh, verdammt. Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Alter, das ist doch echt ein Scherz. Ich finde das gut. Oh Gott. Was da jetzt geht los? Mann, oh Mann, Herkules geht ran, spitze jeder Hitparade ins ganz Griechenland, allerhand, was er alles kann. Ja, und weiter? Du kannst jetzt mal Gas geben. Ja, die Lyrics waren zu schnell, ich konnte nicht so schnell lesen. Weißt du, deine Nähe macht einfach langsam den Kopf. Nein, das, was ich jetzt gemacht habe, bezieht sich noch aufs Zitate-Recht. So, Peter, das ist jetzt der letzte Versuch, den ich mache bei dem Sprung. Ja? Von mir aus. Oh, bist du ja, schlecht, ey. Ja, ich bin echt, heute bin ich richtig schlecht hier. Bist du richtig scheiße. Ja, ich bin richtig scheiße. Ja, okay, komm. Alter, wo ist der Checkpoint für die nächste Challenge? Ja. Okay, gib mal, das hat hier Pussys, der Hardy macht das jetzt. Alles klar. Lass mich doch mal! Jetzt macht er. Okay. Moin, setz euch Arschlöcher! Nee. Nee. Ich darf vor dir. So, jetzt darfst du es auch gerne probieren, Peter. Moment, wie springt man denn jetzt hier? Hä? Okay. Ach so, dahin. Mhm. Oh Gott, hier werde ich so verkacken. Ich glaube, denn es ist schon wieder fast durch. Oh, scheiße. Oh, ich war zumindest schon relativ weit.
Dennis, was soll das denn? Dennis, ich stand vor dir.